Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel und diese Partie hätte besseres Wetter verdient. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Borussia Mönchengladbach will heute bestimmt gern anknüpfen an den kürzlichen Heimsieg, als man auf den HSV traf. Dieses 5:0 wird der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen geben. Und ja, daran knüpfst du dann normalerweise auch an. Ich setze erneut auf den Sieg, vielleicht nicht ganz so hoch. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Welchen Eindruck macht die Auswärtsmannschaft auf dich, Buschi? Zumindest zum Saisonstart sind sie klar auf Kurs Champions Cup. Und vielleicht, ja, vielleicht ist sogar noch mehr drin. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Frede. Der Verteidiger stört ihn. Gefährliche Flanke. Die Flanke hat er. Jetzt wird's gefährlich. Er zieht ab. Den Ball hält er gut. Der Ball kommt. Das macht er genau richtig. Er bleibt am Gegner dran und holt so den Einwurf für sein Team. Er hätte auf Leihbasis wechseln können, aber das Angebot hat er abgelehnt. Ja, das kann ja nur heißen, dass er hier nochmal angreifen will. Wir werden sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Uca. Super Flanke! Wird's jetzt gefährlich? Der Ball kommt gut. Geblockt vom Verteidiger. Selassie. Bartels. Das war einfach. Und er hat den Ball. Uca. Bartels. Bartels. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schöne Flanke. Frede. Fällt jetzt das Tor. Kein Problem für den Torhüter. Er ist frei, da kann was draus werden.
Da kommt der Schuss. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gebre Selassie. Ein guter Doppelpass. Fritz. Bartels. Das könnte die Chance werden. Aber den muss er besser verteidigen. Er bleibt dran und hat den Ball. Guter Einsatz. Schießt er ihn rein. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Flanke kommt, wird das eine Chance? Junusovic. Stindl. Bartels. Wendt. Nordfight. Hazard. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Der Ball wurde gut weggefaustet. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und er schießt. Was eine Chance. Latte. Wagt Frede. Da wird er gestört. Gebre Selassie. Pass auf die Außenbahn. Das wird gefährlich. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Das müsste es sein. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Wagt Frede. Junusovic. Junusovic.
gute Flanke. Da fängt er die Flanke ab. Schöner Pass. Gut. Und nun ein Schuss. Guter Schuss. Und das wäre fast ein Tor geworden. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Das war kein Problem für sie, er hält den Freistoß sicher. Hazard. Gebrselassie. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon zweimal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem ein ständiger Unruheherd, ein guter Auftritt. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Macht er ihn! Da hätten sie die Führung ausbauen können. Hinteregger. Hazard. Er versucht's. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt schießt er. Da passt der klasse auf. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Und direkt zurückgespielt. Gebrselassie. Jetzt haben sie den Ball verloren. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen Hoffenheim. Und da dürfte uns noch einiges geboten werden. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Und Eckstoß. Jetzt ist Schluss für ihn. War nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden. Insofern war dieser Wechsel absehbar.
Der Ball kommt gut. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Gebre Selassie. Die Gäste werden wechseln. Bartels. Und den Ball hat er sich geholt. Fabian Johnson. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Santiago Garcia. Da ist der Ball weg. Santiago Garcia. Gebre Selassie. Fritz. Fritz. Und er schießt. Eckball. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Und jetzt der Schuss. Den hält er super. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Über die Torauslinie, Ecke. Gute Aktion. Gut geklärt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Gefährliche Flanke. Branimir Gota. Der geht genau auf den Torhüter. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Es geht gegen den ersten FC Köln im nächsten Bundesligaspiel. Und das dürfte doch machbar sein für sie. Hazard. Branimir Gota. Xhaka. Xhaka, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Eckball gibt's. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Ganz klar, das war Handspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Ja, 2-0 steht hier aktuell und wir schauen schon mal, gegen wen es als nächstes geht. Der nächste Kontrahent von Werder Bremen heißt... Jetzt ist er durch! Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Hans, und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Den Ball abgewehrt und festgehalten, klasse gemacht. Bartels. Er zieht ab. Das war knapp. Ganz im Gegenteil zum Spielstand. Ja, und damit hätten sie die Chance gehabt, zumindest ein wenig ranzukommen. Wieder nichts.
Kindl. Und da ist das Tor. Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Bartels. Guter Pass, er schießt. Ein fantastisches Tor. Und jetzt konnten sie den Torhüter doch überwinden. Damit haben wir ja schon fast nicht mehr rechnen können bei dem, was der hier alles rausgeholt hat. Na, das tut doch gut, auch wenn es am Ausgang hier nicht mehr viel ändern wird. Das ist gut für die Mannschaft und das ist gut für die Fans. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Viel bringt Ihnen diese. Das Spiel ist aus. 3-1, das Endergebnis. Schauen wir mal in die Statistik. Sie hatten tatsächlich weniger Ballbesitz. Ja, aber wenn sie ihn hatten, waren sie zwingender. Und daher geht der Sieg in Ordnung. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Er hätte ja um ein Haar einen Doppelpack erzielt, aber das eine Mal stand eben das Aluminium im Weg. Schade, aber es hat ja für den Sieg gereicht. Er ist frei, da kann was draus werden. Da kommt der Schuss. Macht er ihn? Ja, er macht ihn. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr. Und er schießt. Was eine Chance, Latte. Das müsste es sein. André Hahn, der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Und jetzt der Schuss. Den hält er super. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Chaka. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Eckball geht's. Und da ist das Tor. Guter Pass, das könnte er schießt. Ein fantastisches Tor.